So gut. So. Mal gucken, ob die Belichtung stimmt. Ich muss wirklich gucken. Wenn das gut aussieht. Pass auf, ich habe bei mir eine Glanzform. Als Schauspieler. So. Wir sind wieder online. Okay. Nimm sie zuerst. Guck mal hier. Ja. Diabetes-Ratgeber. Apothekenumschau, ne? Seite 38 ist das. Du musst ja meine Brille holen. Augenblick bitte. Das ist das von der Apotheke, ne? Ja. Diabetes, Häfchen, ne? Ja. Ja, habe ich ja auch. Das ist okay. Das kann man Seite 38? Ja. Das kann man lesen. 38 schon ist immer besonderes. Diabetes 2 bestimmt. Ach, das sind die Fußboys. Ein halbes Törtchen, damit fing alles an. Zeig mal. Ja, cool. Ach ja, das ist so ein Altersbild, ne? Ja. Aber schön. Ein halbes Törtchen, ja, das hast du mir gesagt. Da haben wir hier so einen kleinen Dreh gemacht, ne? Wie ich eins essen wollte. Ich esse ein ganzes Törtchen mit Sahne und gebe dir nachher ein halbes ab, weil du ja nicht. So ja, sie sagten, mehr durfte ich nicht. Und das ist gut angekommen. Ja. Ist doch traurig, wenn einer Diabetes hält oder so, ist ja nicht so lustig, ne? Ja, du musst aber man muss ja dann auch ein bisschen weiterleben und Freude haben. Nein, ne? Man muss da verzichten, ich sehe das hier auch rein. Ja. Man darf nicht mehr essen, was man möchte, man muss und mit Verstand essen. Die Fußbrust zeigen. Was kriegst du mir jetzt lachen? Ja, man muss mit Verstand essen und dann ist es gut. Dann hält man da doch mit Zucker aus, ne? Ja, aber ich finde das hier, das hält schon super. Ja, die schreiben also hier. Das ist ja in der großen Apothekenumschau drin, ne? Als Zusatzheft. Diabetes-Ratgeber. Ja, nee. Das ist immer in so einem Heft drin, das kriegst du einzeln. Das, ja, ja. Gibt es einzeln. Hör das nicht mit zur Umschau. Nee. Ist separat. Das ist extra. Ja. Aber dann heißt das Apothekenratgeber. Was? Oder so. Oder nur Ratgeber, Diabetes-Ratgeber. Dreh mal rum, da siehst du doch, wie da ist. Steht da drauf, ja, Diabetes. Ja. Kannst du auch lesen. Wie kommst du denn dann auf Umschau? Ja, aber das ist ja weil da. ich hab gedacht, das Heftchen wäre mit in der Apotheke. Nee. Lest das, was da drauf steht, da ja. Ja. Also Diabetes-Ratgeber. Ja, das ist, die helfen den Leuten, also die, find das toll, die Zucker haben, da wird die dann lesen und dann wissen sie, wie sie sich ernähren müssen und wie sie leben die kriegen müssen. Kriegen Ratschläge, ne? Ja, das ist so gute gut. Gute Ratschläge, sehr gute Ratschläge. Ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sowas rausbringt und die Leute richtig informiert und auf den neuesten Stand bringt, wo man sagt, das ist jetzt wieder neu, ne? Und alles. Ja, sonst musst du für jedes Ding musst du zum Doktor laufen und dann kannst du nachlesen und dann weißt du, dafür ist das. Nicht das ja, wie zum Beispiel, wenn du in Urlaub fährst, ne? Ja, weil du da alles mitnehmen musst, da musst du ja vieles beachten. Und da steht alles hier drin, das sind alles Informationen, das ist wichtig. Das ist gut, das ist nicht tolles schlecht. Tolles Heft, wirklich. Da weiß man, was man darf und nicht darf, und wenn man Zucker hat. Und das ist eben so, dass man das mal nachlesen kann. Aha, davon darfst du nicht viel essen, hat er nicht. Und das ist gut, finde ich gut. Ein Ratgeber ist das, prima. Für Diabetes 1 und 2, ne? Ja. Okay. Ich habe ja auch gelesen. Ich weiß jetzt auch, wo ich stand bin. Ich kann jetzt mal kleben. Aber ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also, wenn Diabetes richtig eingestellt ist, dann, ja, das ist schon mal ja, richtig. Einstellen muss der Doktor da das erste Mal. Wenn er eingestellt ist, dann muss er danach leben, dass er eingestellt bleibt. Und dann ist es gut. Wenn du jetzt wieder drauf loslebst, dann geht er wieder hoch und dann bist du wieder im selben Schlamassel. Du musst danach leben, dann nützt sich ja nichts. Wenn jetzt einer sagt, hier, probier doch mal die Schokolade, und jetzt sagst du, nee, so darf ich nicht essen. Also, was ich ja nicht so richtig verstehe, das ist, wenn die jetzt sagen, du wirst jetzt eingestellt. Ja. Du hast also, wenn du zum Arzt kommst, hast du zu viel Zucker, zu hoch. Blutzucker. So, ne? Blutzucker. Und das darf ja nicht sein. Ja. Und dann heißt es auf einmal so, du spritzt und wirst richtig eingestellt. Wie funktioniert das? Das Einstellen hat eigentlich für mich nur mit Frühstück und Abendessen zu tun, weil ich mich das verkehrt. Du redest nur verkehrt. Das Einstellen ist die Spritze.
wie viele Einheiten du spritzen musst, das wird eingestellt. Damit du nicht zu viel spritzen, kommst du hoch, dann der Zucker sagt auch. Ja, aber dass er nachher stimmig ist, sagen wir, ziehst du ja schon 140. Nein, das stimmt ja auch dann, aber dann musst du danach essen. Genau. Wenn du dann in den Essen tust, geht er wieder hoch. Oder genau, musst mehr spritzen. Ist doch leicht zu verstehen. Du darfst so viel spritzen und dann noch lebst. Wenn du plötzlich hochgehst, sagt der Doktor, dann hast du was gegessen. Das haut nicht hin. Also hast du nicht danach aber gelebt. Aber der geht wieder runter dann, ne? Wieder auf 140. Und oder hoch jeder, das ist es. Der wird eingestellt, ja, und dann sagen die so, du spritzt morgens 10 Einheiten und abends 10 Einheiten. Und damit musst du genügen. Wenn aber plötzlich wieder hoch ist, dann sagen die, du hast anders gelebt, das geht nicht. Da müssen wir noch 15 Einheiten stellen und das wollen die vermeiden, dass du zu hoch gehst. Und das ist alles in Einstellung, das ist ganz einfach. Da wird eingestellt, wie viel du spritzen darfst und danach musst du leben. Da lebst du gut, lebst du nicht, danach lebst du schlecht. Ende aus. So einfach, es ist irgendwie eine andere Krankheit. Und dann ist eben. Und meine ist jetzt eingestellt, ich gehe jetzt noch fünfmal im Unterricht. Und dann sagen die auf Wiedersehen, jetzt sehen, sie wieder zum Hausarzt. Und dann gehst du wieder zum Hausarzt. Und dann misst er Rotblut und wenn es so steht, dann steht es. Und wenn nicht steht, dann habe ich eigentlich das falsch gemacht. Ganz einfach. Ja, man muss eben weniger essen, öfter essen, weniger, nicht so schneller faul, das darf man eben nicht mehr. Ja. Das ist doch gut. Und wenn das nicht so, dann... Und dann muss man ja noch in der Hand, die das mäht, ne? Das ist ja klar. Ja, dann bin ich... Wenn der Teller voll mäht oder nicht. Und wenn ich nicht danach lebe, bin ich jetzt selber schuld. Das ist ganz einfach. Da sagt man ja, du hast eben gelebt, jetzt musst du dafür leiden, hast du Pech. Aber wenn man sündigt, wird man bestraft mit der Zucker. Und da finde ich gut, dass es so eine Zeitung gibt, dass man dann lesen kann, was man essen tut, was man trinken tut, alles was man macht. Die schreiben das, macht das so, so, dann geht es dir gut. Da sind immer Sachen drin, die mir wirklich die ganz, ganz wichtig sind und die man einfach wissen muss. Also das ist schon eine Idee, ja, das Heftchen, muss man wirklich sagen. Da sind auch Rezepte drin. Wenn einer Zucker hat und hat so ein Heftchen, da kann er sich schon mithelfen. Er muss es nur lesen. Und, ne? Tja, klar. Da brauchst du nicht immer noch am Doktor zu laufen und sagen, aber mach ich dann die jetzt, mach ich dann die jetzt. So kannst du dann lesen. Ich meine, da sind ja noch andere Sachen. Ne? Das ist ja, bei mir geht es ja also nur um den Zucker. Das ist sehr, sehr tolles Heftchen. Bei mir geht es nur um den da Zucker, aber andere Sachen habe ich ja nicht. So, jetzt mal was anderes. Ja. Und zwar hat mich jetzt vor 2 Tagen ein Sender angerufen vom Fernsehen. Und mit dem habe ich was gesprochen und so. Mhm. Und die suchen ja immer irgendwie neue Formate und so weiter. Und ja. Die haben uns dann gefragt, ich soll euch mal fragen, warum wir ins Fernsehen gehören. Was ist an uns cool? Warum mögen uns die Leute? Warum hatten wir so einen Erfolg? Was ist Besonderes an uns? Ja, wir sind die Besten und da kann man eben nicht ersetzen. Die Besten müssen die in den Fernsehen. Das ist so etwas wie Jotschak im Fernsehen. Der Jotschak wird immer wieder genommen, weil er der Beste ist. Und so ist er mit der Fußbrust. Die Serien sind die Fußbrust-Superstare und da scheitert sich jeder Sender drum. Das ist einfach so. Ja. Trotz meinem Zucker also, das ist kann ja ich schon noch spielen. Sehr übertrieben. Nein, das ist nicht übertrieben. Wir sind eben die Besten. Wir haben kein Schauspielunterricht genommen und sind trotzdem gut im Schauspiel. Die Fußball schreiben noch sehr viele, die Fußball waren die Besten. Oder aber sind leise. Die immer noch die Besten. Ja? Also in Facebook, da sind die Fußball oben auf. Ja, das ist eben so. Und wenn man der Beste ist, ist man eben einfach der Beste. Ja, wir waren die Ersten. Ja. Ne? Ist das jung. Was macht euch denn aus? Ich was glaube, ist ja ein Besonderes an euch? Natürlich. Ja, mit das ist natürlich. Normale Leben zu zeigen und nicht verstellen, nichts vorgeschrieben. Ist alles so aus dem Bauch heraus. Wir sagen meistens immer die Wahrheit. Wir sagen wie auch es nicht ist. Falsch, ist egal. Ne, oder wie es ja. ist, die Wahrheit sagen wir. Und wie wir uns benehmen, so benimmt man sich eben. Als normaler Bürger. Wir sind eine Familie, wir halten zusammen. Wir machen nichts Schönes, wie es ist. Das sind alles so Sachen, was den Leuten gefällt. Und wir leben normal, man die arbeitet, wir gehen jetzt unsere Rente und leben trotzdem in so einer kleinen Wohnung. Immer. Das macht uns nichts, wir fühlen uns gut hier. Und das ist okay, wir sind zufrieden. Zufrieden muss man sein, dass also, es so ist. Mehr wie essen und trinken kannst du nicht. Und momentan geht es auch gesundheitlich noch gut. Mit ein bisschen Zucker kann ich leben, macht mir nichts. Wenn ich nicht mehr bekomme, bin ich zufrieden. Ich werde jetzt 77 Jahre, das ist doch schon ein schönes Alter, ne?
Ja, da muss man erst mal werden. Und das werden nämlich die Schauspieler so aus. So ist das, die gut sind. Nee, das ist auch bei uns so. Ja, ich sag mal so, der Bekanntheitsgrad ist ja groß. Ne? Und das ist wie so, wir sind jetzt im Moment, sind wir nicht im Fernsehen, aber die Leute sprechen es immer wieder an. Das ist ein Generationswechsel. Letztens hatten wir noch Fans hier, die kamen mit der Tochter und die waren in deinem Alter und die fanden das immer so toll. Die vergessen das nicht. Die gucken laufend die Folgen nach und durch und verschiedenes andere noch. Wir waren ja auch 20 Jahre dran, das ist ja auch genug. Und jetzt bin ich in einem Alter, wo man vielleicht nicht mehr Schauspiel hat. Gut, manche Leute sagen, den Alter würde ich nicht mehr sehen. Gut, das ist okay, ist jedem seine Sache. Aber wir waren lange genug drin, dass uns alle kennen, ja, 20 Jahre. Das ist doch viel. Ich sag doch, kann man euch denn mit den Geissens vergleichen? Nee. Ich weiß es nicht. Ich kann mich ja selber nicht so einschätzen. Ich kann nur vermuten. Ja, die Geissens spielen immer zu viel mit dem Geld. Ja, das ist ein anderes Klischee, ja, die sind ja auch. Die sind reich, das sind auch die Hinterteil von uns. Ja, die machen. Wir sind die Ärmen, das sind die Richtigen. Die machen ein bisschen auf Brot so, ne? Da lässt immer die Dicke raushängen und so. Ach, früher, was soll man noch anders machen? Wenn einer reich ist, ist er reich. Dann und wenn die dann immer raushängen, dann so wieder Auto, dann haben sie wieder Yacht. Auch machen. Ja, gut. Das ist eben so. Ich meine, das ist mir egal. Ich meine, Schwester, der hat ja sein Geld auch verdient. Oder? Das ist gut. Und wie er sich jetzt benimmt, das ist seine Sache. Ja. Ne? Aber mit uns vergleichen, mit denen möchte ich mich nicht. Die machen Weltreisen und alles. Wir sitzen immer an 14 Tagen in Mallorca Urlaub und dann mit Tennessee. Wir stellen uns hin. Wir sind damit zur Freude. Ist doch gut. Wir wollen doch ja nicht. Ne? Und ihr kennt ja bestimmt das Dschungelcamp. Ja. Promi Big Brother. Ja. Und das Dschungel, nee, dieses Wochenendhaus da, der Paare, das Sommerhaus, bei dem RTL gerade läuft. Das ist ja nur eine Klasse, auf einem in einem Haus. In einem das Haus. Habe ich schon nicht geguckt. Nee. Ich gucke sowas selten. Würdet ihr da reingehen? Nee, Dschungel oder Big Brother? Nee. Was soll ich denn da? Was soll ich denn da? Da kann ich halt erzählen, was ich jetzt. Vielleicht vor 30, 40 Jahren, ja, aber jetzt nicht mehr, Junge. Ja, und dann vielleicht die Leute mit dem Kakao ziehen, ja? Nee, die müssen ja irgendwas machen und so, da sind wir schon zu alt für, sagen wir mal so. Wir sollen halt ein bisschen bremsen, ne? Wir machen viel mit, aber sowas würde ich nicht. Ich meine, das ist ja auch Reality, ne? Die müssen aber richtig ist Reality, die haben ja überall Kameras, ne? Ja, die müssen auch üben. Und das hatten wir ja gar nicht, ne? Also wir konnten Stopp machen, wenn wir wollten, ne? Ja, die müssen einfach auch Übungen und so alles machen, allerlei und Kraft, ich weiß nicht, das würde ich nicht mitmachen, in meinem Alter. Ne? Und das ist mir doch ein bisschen zu viel. Nee, da muss man auch tief sein, ne? Nee, da würde man nicht mehr machen, ne? Einzige, was wir noch machen, was wir gemacht haben, unsere Familienserie hier. Ja, die würden so, die würden wir noch ein bisschen fortsetzen, solange wir könnten. So, ja. Wenn die Leute sehen wollten und mit Urlaub fahren und so, gut, das würden wir noch machen. Aber irgendwie ist nichts mehr mit einkaufen. Ich meine, Alter gehört ja mit dazu. Ne? In jungen Jahren, da waren wir oben auf. Hm. Wenn wir jetzt weitermachen würden, dann sind die Fußballs eben älter geworden. Und das ist ja auch ein schönes Leben, ne? wenn man älter ist. Ich würde sagen, um das und normale... Dann auch jeder. Man muss das normale Leben zeigen, dann sehen die Leute doch, wie das normale Leben ist. Nicht nur Protz machen oder sonst ist es Quatsch. Man soll so leben, wie man gewohnt ist. 14 Tage Urlaub im Jahr, genügt mir, sonst ist es schwer. Naja, ich stehe doch zweimal vor. Ja, zweimal, ja, man wird dann oder dreimal. Sehen Sie, das ist wie die einen zahlen vielleicht 10 Mal oder 20 Mal. Ja, ich finde, wenn sie von da ist. Das ist eine Sache, wie man finanziell ist, ne? Ja. Aber man kann nicht sagen, so scheiße, das ganze Jahr nur, jetzt ist im Winter, das war schon der Bermudas. Nee, da sind wir keine Typen für, da machen wir ja nicht so weit. Mir zu weit. Also stinkt also normal, das Leben würde ich noch mal zeigen, so wie es jetzt ist. Ruhiger einfach. Ja, ne? Wo wir älter geworden sind, wie wir jetzt leben. Und dann würde ich. Und ich habe da auch schon mit den Fans drüber gesprochen. Die sagen auch, wir wollen euch sehen, und wenn er nur da sitzt. Ach, die Fans, und redest. Die Fans bestimmen ja, ja. Ne? Nee, aber die richtigen harten Fans, so ja. Jetzt habt ihr noch ein Problem mit der Abgase, ne? Mit den Dieselautos. Ja, das ist schlimm, ne? Das ist schlimm. So. Ja, das ist schlimm. Da haben viele reingefuscht, ne? Das ist nicht gut, aber das ist ja jetzt in Verhandlungen. Das werden die schon noch rauskriegen, alles, wer damit gemischt hat. Ja, das wird teuer. Das ist natürlich eine harte Sache, ne? Da hängen viele Arbeitsplätze dran, Firmen dran, die bankrott hier Fleisch gehen und alles. Also da ist nicht zum Spaßen. Das ist schon ein schlimmes.
Skandal, ne? Da haben Bosse mitgemacht und alles. Jetzt hat sie ja jetzt ein Geständnis abgegeben von VW. Der kriegt Gefängnis und alles. Also das, ist schon, das ist schon schlimm, doch. Das ist schon schlimm. Der sitzt in Untersuchungshaft, doch. Wissen wir. Aber ich hätte eine Halle noch. Also da habe ich keine Ahnung, von der interessiert mich nicht, ich habe keine Idee. Ja schon, aber trotzdem, das ist ja auch für Deutschland sehr schlecht. Wenn du immer die anderen Autos hier fuschen und alles, meinst du, was die anderen ja, dann sagen? Ja, natürlich ist er ein Bus. Also dann sagen die, jetzt wisst ihr, die Deutschen schicken ganze Autos hin und in Wirklichkeit sind das Dreckschleuder. Dreckschleuder, ja. Nicht scheiße. Und das ist so eine Sache, das kann dem Deutschen doch schaden. Da muss man aufpassen. Genau wie mit der Eier jetzt. Ganze Eier aus Holland, ne? Was die da gemacht haben. Der hat den reingefuscht und jetzt sind wir da. Ja, eine Reinigungsfirma, ne? Ja, ein Jude, aber jetzt haben die da das beigemischt. Ja, Jude, aber ich jetzt ist er in der Nudeln drin, das ist in der Hähnchen drin. Ja, der war nicht absichtlich. Das ist in dem Eisen da drin. Ach ja, wir müssen das absichtlich. Wieso denn? Die durften das nicht reintun. Ja. Dann ist doch Absicht. Wenn ich einen Stall reinige und darf das nicht reintun, weil die Hühner sind die Eier legen. Dann darf ich nicht da rein. Ja, die picken doch und dann geht das, ne? Ja, das ist in der Luft, das ist doch verboten dann. Dann darf ich doch in den Stall damit rein hier. Und die Tiere gehen wieder da rein und alles. Nein, das ist schon. Ja. Die werden bestraft, wenn sie die kriegen, das ist das. Das ist ja nicht nur die paar Millionen Eier vernichten. Das ist so ein Lebensmittel drin. Die Nudeln, über alles was drin. Ich habe heute mal 6 Eier weggeworfen. Ja, Die Eier ich mag allein, keine braunen Eier. Die Eier allein macht das ja nicht. Und wenn man die wenig ist, dann nicht so schlimm. Aber Kleinkinder, das ist schon gefährlich. Und die wissen ja nicht, wo es jetzt überall dran ist. Da müssen sie es untersuchen. Da gibt es noch einen Skandal. Würde sehen. Und da sind auch in Deutschland ein paar Stellen bei. Die sind natürlich geschlossen worden. In Holland. Naja, gut. Da müssen wir mal warten, was mit dem Diesel passiert. Wenn die Firmen jetzt sagen, okay, wir reinigen die Waren und bauen die um und alles und bezahlen das. Würde ich sagen, okay, dann kommst du aus dem Schneider wieder halb raus. Aber wenn die sagen, nee, da haben wir nichts mit zu tun und stand sie stur, dann liegt da eine Katastrophe. Oder wenn der Staat einfach sagt, dann setzen wir die Autos still, aus Ende. Nee, dann das sind viele ja andere. Ne? Naja, viele aber andere, so, diese nicht, aber Kreuzfahrtschiffe, Industriemaschinen, so, ja. Die sind alles diese. Ja, das ist Flugzeuge, ne? Alles diese. Ist das diese Schiffe, Flugzeuge, alles, die Kerosin. Ja, Kerosin ist auch Diesel, ja. Das ist alles dasselbe. Wir verbessern die Luft genauso nach vorher. Und die Schiffe, meinst du wirklich, was die für langsam, was die an Sprit brauchen? Oh. Wahnsinn. Also, dann kennt ihr die ganze Branche. Und das ist schon dann hart. Naja. Aber die werden dann wahrscheinlich davon ausgenommen werden, dass die sagen, okay, die dürfen weiterfahren, nur der kleine Mann, der Diesel, der darf dann nicht mehr fahren. Die sagen ja, die ja, Autos, mal, ist mit den Schiffe gibt es nicht so viele, aber Autos gibt es sehr viele. Ne? Naja, aber so ein Kreuzfahrtschiff braucht bestimmt so viel Diesel wie so und so viele tausend ja, von Dieselautos. Ja, das wird aber nicht gerechnet jetzt. Aber die sagen jetzt hier, Diesel, die alt sind, ganz alt sind, die schleudern immer raus und die neuen, die werden überholt oder werden sie umgebaut und muss man mal abwarten. Sie sind noch am Verhandeln. Ne? Wenn die Firma sagt, jetzt hier kriegst du einen Brief, das und Diesel, soll sich ja melden, sagst du ja, jemand Leihwagen, kannst du meinen umbauen, fertig aus. Dann fährst du wieder. Dann ist okay. Ne? Und wenn die das bezahlen und dich kostet keinen Pfennig, ist das okay. Ist angenommen, du hast einen alten Diesel und die sagen dann, du darfst jetzt nicht mehr damit fahren. Hier kriegst du kriegst zum Beispiel 2.500 Euro Abwrackprämie für deine Karre. Ja, kauf dir bitte einen neuen, und wenn du kein Geld hast. Ja, die sagen, wir geben für den alten so und so viel und den neuen kriegst du dann im Sonderangebot. Will ja, aber du musst ihn schon kaufen, ist klar. Ja. Wenn du kein Geld hast, stehst du im Schlauch, musst du damals haben sie gesagt, kauf Diesel, ne? Ja, ist klar, wir haben damit Werbung gemacht, ist klar, aber dann muss ich nicht dazu für da reinfuschen, ne? Ja, jetzt haben wir die haben ja ganz linke Dinge damit gedreht, ne? Muss man überlegen, der Arme hat das doch entdeckt, ne? Die haben gesagt, hey, so geht aber nicht. Da haben sie schon eine Porsche hier gesperrt, muss man überlegen. 3 Liter, ja? Der darf nicht mehr fahren. Ja, der hat schon viel gemacht, jetzt muss man erst mal warten, was da entschieden wird. Die Politiker müssen sich auch darum kümmern, ne? Dafür sind die da. Die dürfen nicht mit der Autoindustrie zusammenarbeiten, die müssen gegen die arbeiten. Ne? Also da gibt es schon aller harte Strafen. Bin mir gespannt, was passiert. So schnell können sie nicht sagen, aus, Ende darf ich nicht mehr fahren.
Das geht hier nicht. Ne? Mhm. Natürlich kann kein Schild aufstellen und sagst du, der Diesel darf in der Stadt nicht dran fahren. Dann dürfte aber auch keine LKW mehr reinfahren. Ja, dann musst du den Waren vor der Stadt abstellen und fährst erst mit der Bahn. Ja, warte mal, und wie sind das, wie ist er mit den Lieferanten? Ja, ja, immer sagt, ich sage nur, die können, ja, ja. Die können das Sonderunternehmen machen, ja. Miete und das kommt, die können das schon nicht. Viel. Doch, die können viel. Du hast ja nichts zu sagen. Ach so, nee, ich meine jetzt ein Abschaffen jetzt. Die bestimmen das allein, die sagen, die LKW dürfen rennen und die dürfen nicht rennen. Wenn die Kölle das sagt, dann sagen sie das aus Ende. Ja, mach mal, ne? Ja, das ist eben eine Ausnahme. Das wird gebraucht, das wird nicht gebraucht, also könnt ihr nicht mehr rennen. Ja, ja. Da muss man mal wissen, also wie reduziert. Dann. Wenn der Bürgermeister sagt, so in Kölle könnt kein Auto mehr rennen, Diesel aus Ende, dann bleiben sie draußen. Mhm. So ist das. Ja, und dann könnte jetzt noch, ja, was machen wir jetzt? Geben wir kein Lebensmittel mehr. Das ist ja machen, ne? Dann haben sie nämlich auch wieder verkehrt. Nein, da wird, überlegt, so schnell wird natürlich ja nicht entschieden, Quatsch. Ja. Das dauert ja Monate, bis dann eine Entscheidung kommt. Aber wir sind ja da an den Elektrofahrzeugen am Arbeiten. Ne? Ja, das ist jetzt, die wollen wir ja verkaufen. Das ist schwer am Werben mit. Ja, ne? Darum tun die natürlich jetzt mit dem Diesel. Die verbeten sie und dafür tun sie Elektrofahrzeuge rennen. Ja, also so wollen sie es. Ne? Das ist aber so, Elektrofahrzeug ist sehr teuer. Ne? Wie man sagt, ne? So einfach ist natürlich. Die haben Geschenke wohlstehen. Die haben ja auch gesagt, wenn du so viel Jahre kriegst, du keine Benzin am Weg. Da laufen nur noch Elektroauto. Ja, Auto, dann ist es mir egal. Ja, du bist dann immer mit gemeint. Ja, dann sind die Nächsten dann. Ja, dann fahren nur noch Elektroauto. Dann müssen die auch die Höhe und sagen, ja, jetzt machen wir das. Also dürfen sie nicht die Flugzeuge alle von der Vernunft starten lassen können, ne? Mit so einer Luftblase, ja, wenn die starten. Das sind Tonnen. Wundert sie dich über die Schuhe? Ja. Winterschuhe, wir haben Hochsommer. Naja, das ist ja auch nur im Rechnen. Ja, so, Rechnen. Das sagt er selber, soll man anrufen, der da filmen will. Ne? Ich melde mich jetzt in meine gerade besten Tage. Ja, jetzt könnt ihr dich gut? Ja, jetzt kann ich zu, ich könnte dir zuschlagen, aber ich hätte nicht mehr so viel Zeit, sagen wir das. Also, okay. Also, meine Zeit ist. Begrenzt. Meine Zeit ist ja kredenzt. Kredenzt. Ja. Ja, das ist eben so. Aber die Form bleibt ja nicht immer. Aber haben wir dann wieder vorbei. Wunderschöne Füße habe ich jetzt. Ich würde nichts zeigen. Ich möchte niemand neidisch machen. Mhm. Ja, perfekte Füße. Alles wieder okay. Ich kann wieder laufen. Besser laufen. Wunderbar. Ja, ja, gut. Ja, gut. Lass uns mal überraschen. Zucker steht gut. Ja, wir gehen jetzt noch fünfmal auf eine Besprechung, wie wir kochen sollen und so. Und dann einmal zu einer Besprechung die Verabschiedung von dem Zuckerdoktor zum Hausarzt wieder. Ne? Und dann, unser Ansprechpartner. Dann alle 3 Monate kriege ich Blut nachgesehen, wie viel Blutzucker ist. Und das muss immer unter 8 sein, 7,5. Dann bist du gut. Wenn du 8 hast, dann musst du wieder zu ihm zum. Dann ist die Spritze zu schwach, dann wird die was höher eingestellt. Ja. Ach so, jetzt verstanden. Ja. Und dann diese in der Zicklang die höher nehmen und dann lohnt die wieder Blut und alles oder wie wieder rum. Diese Einstellung ist nur, was du spritzt und du hast an Insulin. Ach so. Du bist eingestellt jetzt so und so hoch, wunderbar, und dann musst du doch so bleiben. Wenn du plötzlich immer reich, dann müssen sie hochsetzen. Ja, aber die stellen doch nichts ein, dann müssen das selber mit Essen und Trinken und allem, oder nicht? Doch, dann bestimmt doch die Einstellung, oder nicht? Die Frau Doktor sagt, wann ich spritzen muss. Da gibt eine neue Tabelle und dann ist sie höher eingestellt. Ja. Nicht mehr 10, sondern 12 oder was. Das stellt sie dann ein, 12. Nein, nein, die stellen das ein. Die prüfen da Blut und alles und dann sagen die, da kommt dann immer mit aus, wir müssen höher spritzen. Und das wollen die vermeiden, dass die höher spritzen. Später komme ich sowieso mal höher, da kann ich so bleiben. Die für die 2 Jahre Juden, da muss ich was höher setzen. Und das wird eingestellt damit. Ja, und dafür ist der Zuckerdoktor da. Ja. Aber wie gesagt, ich war ja auf 8,0 und das war zu hoch. Höher darf ich nicht hier. Da hat der Doktor gesagt, so jetzt gehst du zum Zuckerdoktor, was du eingestellt. So, und der Dr. Frank sagt, jetzt machen wir Feierabend. Hat der Dreck gesagt? Hast du genug? Ja.